Hallo ihr Lieben, ich bin Julia von Just Tell Me und in meinem Video heute geht es um den Trenchcoat. Also bleibt dran! So, wie ihr seht, heute geht es um den Trenchcoat, einen echten Klassiker, der meiner Meinung nach in keiner Garderobe fehlen darf. Man kann ihn super toll zu allen Styles kombinieren, egal ob ihr das Ganze sportlich angeht mit einer Jeans und ein paar Sneakers oder ob ihr das irgendwie extrem elegant und schick zu einem Abendkleid oder auch einem normalen Wollkleid kombiniert. Der Trenchcoat sieht eigentlich immer gut aus. Das heißt, ihr könnt den super gut stylen, lässig, ein bisschen schick, ein bisschen elegant, je nachdem, was für einen Stil ihr habt oder was ihr gerne darstellen wollt an dem Tag oder auch was für ein Meeting oder welches Event ihr habt. Die typischen Merkmale von so einem Trenchcoat sind eigentlich diese Doppelreihe Knopfleiste. Dann gibt es hier so eine Schulterriegel. Zusätzlich haben noch viele hier diesen Collar, also eine zusätzliche Stoffpartie über der Schulter. Und ganz wichtig, der Gürtel. Wollt ihr den besonders lässig stylen, dann bindet man den einfach hinten locker zusammen und lässt den Trenchcoat vorne offen. Natürlich, wenn es ein bisschen kälter wird, gerade jetzt im Herbst, kann man den auch zumachen und dann den Gürtel vorne schön einfach locker binden. Geht natürlich auch. Wie schon gesagt, ihr könnt den super lässig stylen, auch zu Sneakern oder zur Jeans oder auch mit Heels kombinieren und mit einem schönen Rock oder auch einem T-Shirt runter und einem Sweater oder eigentlich sind alle Möglichkeiten offen, denn der sieht eigentlich immer schick aus und gibt jedem Outfit ein gewisses Etwas. Ist schon sehr alt, den trage ich glaube ich seit 8 Jahren oder 9 Jahren. Ich kann nur jedem empfehlen, da in eine gute Qualität zu investieren, denn so ein Trenchcoat hält sich eigentlich ewig, wenn ihr einen qualitativ hochwertigen habt und ist eigentlich auch immer stilvoll. Das heißt, ihr könnt den wirklich als echten Klassiker in der Garderobe lassen und immer schön stylen und seht irgendwie trendy aus damit, je nachdem, was ihr dann dazu kombiniert. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr langfristig in einen Trenchcoat investieren möchtet oder wenn ihr euch einen zulegen möchtet, der vielleicht auch ein bisschen hochwertiger und ein bisschen exklusiver und teurer ist, dann schaut auf jeden Fall auf eure Basisfarben. Ganz wichtig, je nachdem, ob ihr ein Sommer-, Frühling-, Herbst- oder Wintertyp seid. Die zeige ich euch mal. Zum Beispiel hier für so einen Herbsttyp, da haben wir diese typischen wie so Sandfarben oder Vanilla Basic Cream. Da könnt ihr ein bisschen darauf achten, dass das vor allem auch so warme Brauntöne sind oder Khaki-Töne. Die kann man super kombinieren dann mit allen anderen Farben in eurer Garderobe. Das gleiche geht für den Frühlingstyp. Der hat auch eher die warmen Brauntöne, das ist ein bisschen heller. Also da könnt ihr auch mal so ein je nachdem, so ein Kamelfarben oder sowas mit aufnehmen. Also das sind auch schon, es geht in die gleiche Richtung wie der Herbst, aber das Ganze ein bisschen heller. Kann man auch ganz toll in Trenchcoat drin finden und das passt vor allem dann innerhalb eurer Garderobe zu allen anderen Farben. Sieht etwas anders aus bei einem kalttonigen Hauttyp, beziehungsweise bei einem Sommer- oder einem Wintertyp. Die können zum Beispiel auch super auf dunkelblaue Farben oder graue Trenchcoats zurückgreifen, steht denen super, weil diese warmen Farben sind halt nicht so optimal für den Hautton. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall super so als Sommertyp oder als Wintertyp auf dieses Navy Blue oder Schwarz oder auch Weiß gibt es auch zurückgreifen. Das unterstützt nämlich dann auch euren Hautunterton. Hier hätten wir jetzt den Wintertyp einmal und der Sommer kann auch auf diese etwas blasseren Brautöne zurückgreifen. Ich habe euch ein paar Beispiele dazu bei Pinterest hinterlegt. Da könnt ihr nach eurem Farbtyp gucken und dann sehen, welchen Trenchcoat ihr oder welcher Trenchcoat euren Hautunterton unterstützt und welcher eurer Farbpalette entspricht. Dazu gibt es auch ein paar Styling-Ideen, ebenfalls auf Pinterest. Und natürlich gibt es auch zu dem ganzen Beitrag hier wieder einen Blogbeitrag nochmal mit allen Informationen hinterlegt. Und achtet ein bisschen darauf, je nachdem, wenn ihr vor allem viel investieren wollt, dass ihr auch ein gutes Material auswählt. Ursprünglich
wurde der aus Gabardine hergestellt. Das ist schon 1897 von Thomas Burberry entwickelt worden und damit hat er den Grundstein gelegt, dass schon ab 1914 der Trenchcoat ein fester Bestandteil war der Ausrüstung der englischen Armee, weil gerade dieser Stoff so atmungsaktiv und trotzdem wasserabweisend und super robust ist. Mittlerweile ist es eher so, dass gerade aus dem Material, aus dem so Mischmaterial mit Wollgabardinen, es ist sehr teuer, deswegen gibt es hauptsächlich nur maßgeschneiderte oder sehr exklusive Trenchcoats aus dem Material. Die normalen sind Baumwollgemische. Es gibt auch so ein paar trendige zurzeit aus Leder zum Beispiel. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall immer in gute Qualität zu investieren, denn wie gesagt, man kann ihn zu allen stylen und deswegen lohnt sich das immer, sowas im Schrank zu haben, weil der ist einfach ein barer Klassiker. Sieht immer schick und elegant aus, auch wenn ihr das Ganze sportlich stylt mit ein paar Sneakers. Wenn ihr grundsätzlich dazu Fragen habt, könnt ihr gerne die Kommentare hier unten hinterlassen oder ihr meldet mir oder ihr schreibt mir oder ihr ruft mich an. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert hier unten oder mir ein Like hinterlasst. Ich freue mich, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. Bis dann. Tschüss.